So, Hallihallöchen, Handsome Peter hier und willkommen zurück zu Let's Play Metroid Dread. Wir haben im letzten Part den Spider-Magnet bekommen und mit dem dürfen wir auch gleich, hier entkommen und so cool klettern. Oh ja, das ist cool. Das hat Stil. Und... ah! Cool! gefällt mir das Ding. So, damit können wir jetzt verschiedenste Sachen ausprobieren, nämlich viel klettern und kraxeln, was die Viecher schon die ganze Zeit machen können. Unfair. So, das hat was von aus The Legend of Zelda Twilight Princess, von den Stiefeln, die man im Feuerberg bekommen hat. Ah, wir können aber nicht durch. Wir haben keinen Morphball. So eine Scheiße. Na gut. Da. Ach, hier kommen wir auch nicht durch. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier lang müssen. Sollten. Nein. Oder? Nee. Okay, warte mal. Wir sind gerade aus der Tür gekommen, ne? Okay. Oh, die ist deaktiviert. Warum ist hier noch eine Fläche? Was soll die Fläche hier? Ah! Hä, wir kommen doch da nicht durch. Ne, wir müssen hier zurück. Darunter? Ne, warte, wir sind doch gerade hier gewesen. Dann sind wir hochgegangen. Nach rechts. Wir können jetzt wieder nach rechts runter. Oh, das bringt doch gar nichts. Durch die Tür... ups. Oh. Der Marker will nicht stehen bleiben. Also durch die Tür sind wir gerade rausgegangen. Hier rechts unten können wir nicht lang. Hey, das ist Mods viel mit überlegen, was man im Spiel überhaupt machen kann. Also, totes Vieh, alles klar. Keine Ahnung, was das da oben bedeutet, aber da ist irgendein Secret dahinter. Ganz klar. Ich finde, dieses Vieh sieht unglaublich cool aus. Also eklig, aber cool designt. So sollte ich sagen. Hier sind diese Dinge auf Abruf. Ja, die sind so an die Wand gedingst. Das Spiel will uns doch sagen, geh hier hoch. Wir haben das neue Item bekommen, geh hier hoch. Okay, soweit, so gut. Dann sagt uns das Spiel, hangel dich hier lang. Es geht auch nicht anders. Geh hier rein. Okay, soweit auch so gut. Der Boden sieht verdächtig aus. Aber scheint nicht zu sein. So, da links können wir nichts machen. Wir müssen hier lang. Ja. Dann hat sie halt auch Magnetdinger. Aber die bringen wir sowohl auf der rechten Seite als auch hier das... das unten, das bringt mir nichts. Ich kann hier nichts. Hä? Nee, das will ein Morphball und eine Bombe. Also dementsprechend, der Weg hier ist für den Arsch. Der Weg ist auch für den Arsch. Und hier ist die Tür einfach zu. Aber warum? Die wollen doch irgendwie...
Nee, was wollen die denn? Was wollen die Entwickler von uns? Wir müssen irgendwie die Tür aufkriegen, habe ich das Gefühl. Warum ist die hier unten offen? Warum bleibt die offen? Die Tür rechts ist useless. Hä? Mit Magnetkraft irgendwie aufgeladen, gibt's auch nicht. Ich verstehe nicht, warum hier diese Fläche ist. Warum ist hier so eine Fläche, wo man... Wofür? Oh. Okay, es waren drei Sachen, die man... Okay. Mies. Ah. Im Metroid einfach alles abknallen. Alles einfach abknallen. Alles ist ein Geheimnis. So, das bringt uns da unten zum Speicherraum. Den brauchen wir aber nicht unbedingt. Und... Ich bin mir nicht sicher, ob sich da was bewegt hat. Okay, das sind so One-Way-Exit-Türen hier. Hallo? Woohoo! Oh, okay. Hallo? So, Wandbücher gab es doch schon mal in Metroid. Und ich habe das Gefühl, wir gehen hier gleich nach rechts zum Würfel. Geiles Vieh, Alter, was ist das denn? Oh, okay, nicht so geiles Vieh. Aus, wir hätten doch heilen sollen. Ich habe keinen Bossfight so schnell einkalkuliert. Wuhu! Au! Hä, was? Kann ich es irgendwie ab... Kann man da drauf? Au, nee. Wo zieh ich hin? Okay, auf die Fresse. Au. Oh, ich ziehe zu hoch, ich ziehe zu hoch. Au. Ah, oh. Das mit dem Ziehen ist manchmal echt kacke, ne? Okay, aber mit dem Charge Beam geht der Angriff tatsächlich auch. Oh, okay, da bleibt die Giftfläche. Und abgepiekst. Oh, es gibt verschiedene Todesanimationen. Wie schön. Oh. Ja, ich habe mir überlegt, ob man das vielleicht blocken kann, aber ich habe kein so ein Glänzen gesehen. Okay, also. Das Vieh ist wahrscheinlich ein Indikator für eine Boss-Tür. Das war nämlich in einem früheren Metroid-Teil auch so. Jetzt komm doch raus. Das kann man auch kontern. Warte, das will ich machen. Das will ich machen. Hallo? Oh, geil. Cool. Also bei dem Vieh habe ich gesehen, das kann man kontern. Ah, fuck. Ich sollte halt auch schießen, wenn ich... Ach, scheiß drauf. Au.
Okay, gut, das gibt mir Missiles, das ist cool. Boah, das Ziel ist manchmal echt heftig. Und Leben gibt's auch. Boah. RIP-Missiles, Alter. RIP-Missiles. Oh. Ah, man kann sich da reinschmuggeln. Cool. Also entweder er lässt einen rein... Jetzt lässt... Ja, okay, das ist zu eng. Aber drauf kann man nicht, okay. Oh, was, das war schon? Hä, wie wenig hat denn vorhin dann gefehlt? Oh, das war's noch nicht. War das das unsichtbare Vieh, was man vorhin gesehen hat? Ich hab's Gefühl, mit normalen Schüssen bringt das trotzdem nichts. Also man kann trotzdem noch den Kopf abknallen. Aber jetzt war es das, oder? Nein, war es noch? Nee. War es das? Nein, doch. Nein, no, nein. Oh oh. Mach Peng! Wo ist jetzt die Schwachstelle? Warum winkt er so? Achso, das ist sein Arsch. Okay. Jo. Hä? Achso. Hä? Also er hat gerade keine Schwachstelle. Er wackelt nur. Hä? Und? Wow! Au. Nee. Ach so! Ah, ich war ja so dumm. Er will spucken, oder? Er will spucken. Schlimmer. Okay, er macht den ganzen Boden voll. Ein Boss auf drei Phasen. Sehr cool. Ey, ich stelle mich so scheiße an, aber es bockt sich trotzdem. Vor allem das Zielen. Das heißt, ich weiß nicht, ich habe Probleme mit dem Zielen. Ich bin da schlecht drin. So, probieren wir es nochmal. Ich weiß noch nicht, war das Ding da vorhin schon die ganze Zeit an? Nein, war es nicht. Wow. Das Giftding macht 40 Damage, ne? Das ist heftig. Na, okay, aussperren. Uncool. Ah, ich kann die Attacken noch nicht so ganz unterscheiden. Ich bin lieber so... Ich spring mal... Das Gift. Ich spring mal lieber weg, als dass ich Schaden nehme. Wobei es irgendwie eindeutig ist, dass das jetzt... Der Angriff ist. Oh. Ich will auch mal echt gerne wissen, was Stärke ist. Der Charge Beam. Oder der andere. Also die Missiles. Würde ich gerne mal wissen, was da Stärke ist. Okay, die Phase lief sehr gut. Dann kommt jetzt das Unsichtbare. Mit. Ja, das geht tatsächlich auch. Also ich weiß nicht, das Unsichtbare. Damit komme ich besser zurecht. So, Phase Nummer 3. Einfach. Hallo? So. Aber was? Ach so. Oh, ich war ja so dumm. Au. Warte mal. Au.
Fuck. Ja, in der dritten Phase macht er gut Damage. Ich wollte eigentlich die beiden Giftbeutel, die der auf mich geschossen hat, beide abknallen. Erfolglos. Weil die kann man ja einfach mit einem normalen Angriff wegböllern. Aber was soll's. Und irgendwie kann ich auch hier nicht mehr blocken, weil ich blöd bin. Au. Ach, komm schon. Komm schon. Nein! Dann machen wir es halt so. Okay, heilen uns nicht mal voll, aber in der ersten und zweiten Phase ist mir auch relativ egal tatsächlich. Glaube ich. Ah, das ist... Ja. So. Woo. Ah, scheiße. Fuck. Okay, Phase 1. Alles klar. Phase 2. Instant down. Und Phase 3. So, schon mal durchgeslidet. Aber er hittet einen. Warum hittet er einen denn danach? Man muss dieses Giftbeutel-Ding voll zu seinem Vorteil ausnutzen. Genau wie wenn er jetzt hier stehen bleibt. Wow. Noch nie so viele Raketen gemisst. Und keine Ahnung, was... Oh! Das ist dann der... Ah, okay, Moment. Er wechselt jetzt ab. Oder? Er hat jetzt seinen Schwachpunkt gewechselt. Spuckt er gleich? Er spuckt. Okay, sehr gut. Fuck. Nee, er hat immer noch beide Schwachpunkte. Woo! Ah, da kann man... Okay, da kann man... beim Durchtauchen kann man eigentlich X drücken fürs Blocken. Oh, ich habe keine Muni mehr. Net to know. Cooler Boss, ey, ganz ehrlich. Sehr cooler Boss. Außer, dass er hier so viel aushält. Das ist ein bisschen nervig. Aber die Heilung macht es ja wieder so relativ ein bisschen wett. Au. Scheiße. Ich böller einfach drauf los, komm, scheiß drauf. Scheiß auf alles. Da spuckt er wieder. Boah, Alter, wie viel. Jetzt endlich. Komm, das war's jetzt aber wirklich. Das reicht. Ah. Hi, Shadow Moth. Geile Finisher Animation. Phantomumhang erhalten. Okay. Suit Upgrade zwecks Aeon A-E-I-O-N Kompatibilität. Oh, sie kann unsichtbar werden. Die R-Taste drücken. Aha.
Okay. Also mal austesten. So, wir sind unsichtbar, laufen aber echt langsamer. Oh, und Schüsse sind echt heftig. Okay. Dann ist das für die Türen. Für die... So eine Art von Türen, glaube ich.